Mein Name ist Philipp Tegetow. Ich bin Betriebsleiter auf unserem familiengeführten Ackerbaubetrieb Tegetow Agrar hier im nördlichen Saalekreis. Wir bewirtschaften rund 3.300 Hektar Ackerfläche und haben im Betrieb zwei Amazone ZGTS Profis Pro mit 10.000 Liter. Wir hatten in der Vergangenheit ja alles an Streuern, was der Markt so zu bieten hatte, schon getestet. Wir hatten Pneumatikstreuer getestet, wir hatten ja Streuer vom Mitbewerber da mit kleineren Behältergrößen und sind quasi immer, hat uns der Weg zum Amazone ZGTS gebracht, weil die Vorteile von der Maschine sind eigentlich alle zusammen. Es ist die Lenkachse mit drin, die kontinuierliche Kalibrierung, Online-Wiegesystem, Flow-Control, da ist man immer auf der sicheren Seite. Dann hat man die Radarüberwachung mit Argus und noch als Top, als letzten Punkt quasi für uns ein Alleinstellungsmerkmal Windcontrol. Also quasi haben die gesamte Ausstattung, was Amazone da zu bieten hat, und für uns hat sich das immer wieder rentiert. Wir setzen die Maschine vielseitig ein, mit verschiedensten Düngern angefangen, mit leichten SSA, Harnstoff oder auch schwerem Kalkammonsalpeter, und streuen den auf 36 Meter Arbeitsbreite. Das ist bei diesen Düngern immer grenzwertig bei den leichten Düngern. In der Vergangenheit haben wir auch auf 30 Meter Fahrgassenabstand gesetzt, weil wir ja ein sehr, sehr windiger Standort sind, muss man sagen. Wir haben oft am Tag Phasen, da ist der Wind von 4 bis 5 Meter pro Sekunde, also sehr, sehr grenzwertig. Aber jetzt durch den Einsatz von Windcontrol, von Argus, sind wir auf 36 Meter Arbeitsbreite gegangen und hatten halt immer die Sorge so ein bisschen, kriegen wir den Dünger auch, den leichten Dünger, auf die 36 Meter. Aber wir haben festgestellt, auch mit den Easy-Check-Matten, wir kommen immer auf die 36 Meter und die Ergebnisse sind super. Wir hätten es eigentlich immer wieder so gemacht. Der Einsatz von Windcontrol bringt auch für den Fahrer unheimliche Erleichterung im Alltag mit der Maschine, weil der quasi mittels einer Ampel farbig anzeigt, ob das System noch den Wind komplett ausgleichen kann, und daran, an dessen kann der Fahrer erkennen, ob er sich quasi noch im optimalen Bereich findet oder ob er das Streuen irgendwann, wenn der Wind zu stark wird, einstellen muss. Allerdings ist es oft so, dass das System permanent regelt und wir da die Phasen dann optimal ausnutzen damit. Und dass wir die Arbeit quasi unter der Woche erledigen können, wir sind nicht mehr auf Wochenendarbeit angewiesen oder auf Nachtschichten, das ist natürlich auch für die Mitarbeiter ein enormer Vorteil. Beim Einkauf der Düngerqualität gucken wir eigentlich eher auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, und da kann es schon mal oft dazu kommen, dass der Dünger auch mal nicht optimal gekörnt ist oder auch mal ein hoher Feinanteil dabei ist. Da ist man ja gerade bei der Wurfstreuer-Thematik schneller an der Grenze. Allerdings auch hier bei diesem Thema haben wir da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Auch bei leichten, feinen Düngern kriegen wir den sicher auf 36 Meter gestreut, auch bei windigen Verhältnissen. Wir sehen, wie über den Tag verteilt Argus da permanent an der Querverteilung regelt und optimiert, und dann kann man den laufen lassen und man muss nicht mehr groß nachregeln. Ja, für uns gibt es nichts anderes.